Hey Leute, willkommen zurück zu Dead Rising 3. Ich habe mir jetzt ein paar tolle neue Waffen gecraftet hier. Weil ich bin ja Crafter. Es ist ja wie Minecraft hier, nur dass es Zombies gibt. Also ja, in Minecraft vielleicht auch. Und ich kann Gegner abschießen. Die platzen dann schön. Das gibt's in Minecraft nicht, ja? Nur mal so. Okay, wir machen weiter. Wie komme ich jetzt auf Minecraft? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wegen diesem blöden Craften. Aber das gibt's ja schon vorher. Schon lange vor Minecraft konnte man craften in anderen Spielen. Lasst mich in Ruhe. Ich muss hier durch. Da komme ich auch nicht rein, ne? Das ist wahrscheinlich irgendwo auf dem Dach, dieses Sammelteil. Gibt's hier keinen? Nee. Lall. So, komm hier, Eis probieren. Oh, wo die platzen. Bam. Das ist ein bisschen unpraktisch, wenn man hier mit Eis rumrennt. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich den ultimativen Elementarstab. Das ist so gut. Blitz, Frost und Feuer. Aber, ach, guck mal, die hat ja nur 8 Schuss, die Armbrust. Mann. Bisschen lasch, ehrlich gesagt. Warte mal, das Auto ging doch. Ha, bin ich dran vorbeigerannt, ich Blindfisch. Wir wollen doch zur Polizeistation, warum auch immer. Irgendwas gucken wollen wir da. Bam, 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 bam. Sie spielen mein Lied. Oh! Weg! Weg! Okay. Alle platt machen. Das liebe ich ja so gerne. Das höre ich so gern. Bam. Babam. Hat er super gemacht, die Barrikade. Oh, oh, da hängt... Ja, ja, man merkt immer, wenn einer drauf hängt, dann kann man nicht mehr so gut lenken. Oh, was ist denn hier passiert? Das ist ja ein Schiff. Das ist ja eine Yacht. Oder? Genau richtig für mich. Als Pimp Daddy. Mit dem Pelzmantel. Guck mal, ich kann auch so schießen. Guck mal, Achtung. Ich wusste gar nicht, dass das auch geht. Oh, ist das gut. Komm mal her. Ich zeig dir was. Oh. Das sind ja meine Freunde. Oh, ist das gut. Warte mal, da gehe ich jetzt mal voll rein, du. Voll rein gehe ich da. Oh, die platzen einfach weg. Blam, 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 blam. Das machen wir gleich nicht, keine Sorge. Ich werde erst noch ein paar Zombies hier verbrutzeln. Ach, wie viele vor allem. Wir bekommen hier so endschnell Erfahrungspunkte. Also dieser Stab hier gefällt mir bisher am besten. Diese Superwaffe. Quatsch, meine Serie ist vorbei. Quatsch, das kann doch nicht sein. Wollt ihr mich verarschen? Dann müsst ihr brennen. Ich dachte, die Serie geht weiter. Der Strom ist auch gut. Er springt immer schön weiter, wie so ein Kettenblitz. Ja, nicht immer. Na, warte mal, der Lautsprecher muss dran glauben. Bim, 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 bim. Schnauze, habe ich gesagt. Ja, genau. Ich gesagt. Wer macht ihr das auch so? Wunderschön. Wunderschön. Komm ich da rauf? Ja, bevor ich da jetzt erstmal reingehe. Oh, erstmal ins Penthouse hier. Die Mona Lisa. Was ist das? Ach, Schlagstock. Wenn man da irgendwas draus basteln könnte, das wäre super. So ein Schild mit Schlagstock. Guck mal, die fallen schon wieder von den Dächern. Oh, eine Ration. Super Ration. Alter. Hau ab. Friss, Dildo. Du Dödel. Wie er im Kopf stecken bleibt. im Kuchenloch. Einfach mal stecken bleiben. Shut your cake hole. Oh, ein Revolver? Das ist neu. Oh, der hat bestimmt richtig Wumms. Alter Schwede! Oh, wie so ein Cowboy hält er ihn. Bam, bam. Da muss schon die Köpfe treffen. Okay. Hört! Wie, du kannst die Scheibe nicht eintreten, was mit dir nicht richtig. Wow. Wow. Oh, warte mal, durch die Tiefgarage vielleicht? Nein, das sieht nicht so aus. Aber da ist noch ein Rezept. Da ist ein Rezept. Wahrscheinlich ist es auch wieder im Untergrund, so wie ich mir das denke. Ach nee, das war der Spaß hier. Ja, das ist im Untergrund. Da habe ich ja letztens schon geschaut. Ach, Frist.
Oh, Feuerwehrmann, friss Dildo. Schmeckt gut. Die halt auch zwei Schüsse brauchen, bis sie mal draufgehen davon. Hier, zeig dir was. Ein Trick. Aha, und schon ist der Kopf ab. So. Oh, das ist ein Safe Room. Na gut. Sieht ja nicht safe aus. Alter, schrei mich nicht an, ja? Du auch nicht. Hier, ins Gesicht. Und sie ist tot. Feuerwehraxt. Nein, Quatsch, Käse. Alles Käse. Ich muss ins Polizeirevier. Eine Pistole habe ich hier. Oh, da schießt jemand. Also außer mir. Bei dir? Jetzt nicht mehr. Na gut, dann gehen wir mal rein. Nächste Hauptmission. Go, go. Die Aufzeichnung von den Kameras. Haben wir sie? Alle? Her damit. Ich verwahre den an einem sicheren Ort. Oh. Wir brauchen sicher keine Beweise unserer Rettung. Bitte! Hilfe! Stopp! Bitte Hilfe, meine Frau! Ist noch jemand bei Ihnen? Nein, nein, nein. Sie ist verletzt. Oh. Sperr alles ab. Bitte. Nein! Nein! Nein, nein, sie waren nicht infiziert. Oh, was haben sie getan? Was haben sie getan? Man nennt es nicht umsonst den kleinen Tod. Nein! Stopp! Sie haben die Leute getötet. Scharf beobachtet, was? Oh, oh, wie süß. Ich liebe Möchtegern-Helden. Oh. Mal sehen, ob er dem Test standhält oder am Ende davon humpelt. Kommt hier rein, Jungs. Los, los, je mehr Fleisch, los. Desto besser. Ach du Kacke, was mit der nicht richtig ist? Das erinnert mich irgendwie an Fräulein Elsa von der SS. Der Cougar Force. Kannst du mal sterben? Sag mal. So, was hält denn der aus? Chris Dildo. Da stirbt er direkt. Oh, hallo. Guck mal, wie die auch noch geschmiert sind, die Dinger. Voll gut. Hallo, friss doch mal mehr Dildos. Ist gut für dich. Ist gesund. Alter. Au. Nicht hauen, ja? Ja. So sieht's aus. Nee, ernsthaft, kennt ihr den Film? Die Nazi-Werwölfe von der SS oder so eine Kacke? So ein richtig schlechter Trash-Film, aber das hat mich irgendwie gerade daran erinnert. Und was ein Cougar ist, wisst ihr wahrscheinlich, oder? Wenn nicht, googelt's mal. C-O-U-G-A-R. So. Alter, da schießt schon wieder jemand. Hilde. Ja, sie heißt auch noch Hilde, weißt du? Erfüllt perfekt das Klischee. Hier. Kannst mal Blitze fressen, was hältst du davon? Zitter nicht so. Ist nicht kalt. Kann ich dir auch machen. Ich hab dir gleich. Baby. Baby. Sagt der Baby zu mir. Ich glaube, du hast eine Vollmeise. Wer ist schon wieder Hilde? Oh, guck mal. Super MP. Lass mich raten. Schrotflinte und MG. Das kriegen wir hin. Warte, erstmal den Apfel. Erstmal gleich. Oh, Super MP. Geil. Sturmgewehr und Schrotflinte. 40 Schuss hat das Teil. Alter, ich komme mir vor wie bei Alien 2. Ich bin Ripley und ich schieße euch alle tot. Oh Leute, ich freue mich so auf Alien Isolation. Habe ich das schon gesagt? Ja. Oh. Hilde, du Schnalle. Den Raketenwerfer. Nur. Okay. Dann lauf mal weiter, gute Frau. Zeig dir mal, wie ich Raketen schieße. Bist du für einer? Komm her, Kuppel. Bam.
Ich könnte hier auch... Ja, ich trete hier... Wow! Seid ihr scheiße! Ich trete jetzt einfach alle kaputt. Nam nam nam. Nein. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Okay. Warum ist der jetzt auf Blitz? Ach guck mal, die kann ich ja durchgehend rösten. Aha. Der lebt ja immer noch. Willst du mich verarschen? Krass. Was halten denn diese Typen aus? Diese Gefangenen. Oh. Jetzt bin ich hier im Knast gelandet, oder was? Oh Gott. Was sind das für Ochsen? Okay. Sehr schön. Ich mach dich fertig. Wenn ich hier was sehen würde, wäre voll gut. Ah ja gut, der Stab, der hilft. Ab. Stirb einfach. Wunderbar. Ey, diese Dinger sind so gut, diese Elektro- und Elementstäbe eben. Die ist da bestimmt irgendwo. Du Schnalle, ey. Oh, eine Granate. Ah, ich weiß nicht. Was ist denn noch die ganze Zeit? Oh, jetzt ballert sie. Warte mal. Yeah. Aha. Stirb! Alter. Wie sie hier spratzelt. Stirb! Du bist doch sowieso tot. Warte, der lebt noch. Was ist mit dir los? Verstärkung! Nix Verstärkung. Sterben! Was ist mit dieser Hilde nicht richtig? Was ist denn das für eine Einheit überhaupt von der Regierung? Die sind doch alle bekloppt. Alter. Ja, die ist richtig geil, ne? Achtung! Kannst du mal... Da explodierst du nicht. Wow, was? Was hab ich noch für eine Knarre jetzt? Was ist das? Hildi! Also das funktioniert quasi wie eine MG und wie ein wie eine Schrotflinte. Ja, MG und Maschinengewehr, ne? Kruger, bist du klug? Du entkommst mir nicht, du Schnalle. Haha. Das war's schon? Ach du Troller, nicht nur geisteskrank, sondern auch noch feige, ne? Oh, du alte Schnalle. Oh, oh. Besiege Sergeant Hilde. Wow. Leute, ich sterb gleich. Ich will nicht gleich sterben. Gibt's hier was? Schnauze, gibt's hier was zu heilen? Na, nicht den. Nein, 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 nein. Ist ja gut. Eine grüne Paprika. Der ist gesund. Habe ich noch was? Oh nein. Ich hab nur meine Ampel. Stirb! Na? Yes. Aber ich werf das mal weg. Alter. Hier ist noch was. Nein, 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 nein. Seid ihr wahnsinnig? Oh, oh. Oh, eine Schrot. Wehehehe. Ihr seid aber nicht besonders clever, wisst ihr? Die hattet mich schon fast ein paar Mal. Tank die Granate.
Wir sind hier nicht verletzt, Dave. Glaube ich, der Knaller. Ich klatsch die jetzt. Ist mit dir nicht richtig, du Schnalle. Au. Da tritt sie mich. Alter. Aha. Was? Die schlägt mich mit ihrer Bazooka. Ist sie noch ganz sauber? Alter. Größe ist doch alles. Großer. Das ist nicht fair. Ich war Erste. Die Landung war vor allem richtig gut. Was ein Kack, Leute, wie kaputt. Dieses Spiel, das ist einfach nur bekloppt. Oh, warte, da muss noch ein Rezept sein. Aber das ist wahrscheinlich wieder nur ein Trug. Trugschluss, denn es ist irgendwo hier unten drunter oder da oben oder... Ja, natürlich, da bin ich letztes Mal auch nicht hochgekommen. Warte mal. Habe ich irgendwo ein großes Auto, über das ich da hochkomme? Ich muss irgendwie da rauf, Leute. Ein Bus oder sowas brauche ich. So ein recht großes Fahrzeug. Oh, sieh mal. Kann ich wieder einen retten? Ich metzel euch alle. Das macht so einen Spaß. Nur nicht das Gesicht. Hör nicht ins Gesicht. Na klar. Ich suche immer noch ein Auto. Level 28. Coole Wurst. Hol ich mir erstmal Intelligenz, Kill-Serienzähler und PP. Cool. Warte mal, vielleicht hier? Reicht das, dass ich da raufkomme? Ich muss da... okay, das war nicht so. Warum springst du denn ganz runter? Das will ich nicht, Nick. Du sollst daneben auf dieses... Warte mal. Ja, wenn er sprinten würde, vielleicht, aber macht er nicht. So eine kleine Strecke reicht wohl nicht, um Anlauf zu nehmen. Ah, geht doch. Das ist ja Dynamit. Ach, das ging gar nicht. Shitty. Aber so komme ich hier rüber, oder? Ah. Nein, nein, nein. Nicht runterfallen. Leute, das klappt sogar. Wie gut ist das denn? Geil, ich hab's geschafft. Mit ein bisschen Geschick kommt man überall hin. Hoffentlich fällst du jetzt nicht runter. Das ist immer so fummelig hier. Sturmgewehr, Panzerfaust, Bazooka, Propangas meine ich. Und eine größere Bombe. Große Bombe und Granate. Na geil, wie waren die nochmal, die Bombe? Wie war nochmal die große Bombe? Waffenbaupläne. Große Bombe, Panzerfaust und Propangas. Habe ich noch Platz? Ne? Wie war die größere dann? Nicht, dass ich jetzt hier oben was liegen lasse. Granate. Granate habe ich noch. Propangas. Das liegt da unten jetzt irgendwo, ne? Habe ich runtergeworfen. Ja, da ist er doch. Perfekt. Die will ich noch ausprobieren, Leute. Die will ich noch ausprobieren. Yo. Yeah, baby. Yeah. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Opfer. Hallo, ihr Opfer. Seid ihr genug? Ja, so ein paar sind schon. Komm mal her. Achtung. Das gucke ich mir von ein bisschen weiter weg an, natürlich. Mach Bumm. Oh. Naja. Nicht ganz so beeindruckend, wie ich gehofft habe. Oh. Okay, es ging noch ein bisschen weiter. Na gut, Leute, ich würde sagen, ich beende den Part. Lasst mir ein bisschen Liebe da.
Likes, Kommentare. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht beim Zusehen. Schaltet wieder ein zu Dead Rising 3.